Und im Studio ist jetzt der Clubobmann der FPÖ, Walter Rosenkranz. Danke fürs Kommen. Ja, wir haben es gerade gehört, Freiwilligkeit. Am Donnerstag hat die APA gemeldet, 12 Stunden Arbeitstag, Freiwilligkeit soll gesichert sein. Liest sich so ein politischer Rückzieher? Nein, wir haben eine Formulierung gewählt, die sich mit der Judikatur der Arbeitsgerichte in Einklang gefunden hat. Das ist sehr technisch, aber es verstehen unter Umständen manche Menschen nicht. Mir geht es jetzt weniger darum, dass ich dabei jetzt ÖGB-Rechtsabteilungen oder AK-Rechtsabteilungen in irgendeiner Form beruhige, sondern das einfach den Menschen sage, die ja die Normunterworfenen sind. Die Motive bei ÖGB und Arbeiterkammer mögen andere sein, die das so zerpflücken. Und daher wird auch eine Formulierung gefunden werden, wo noch jeder Arbeitnehmer ohne Konsequenzen, ohne Grund ganz einfach die 11. und 12. Arbeitsstunde ablehnen kann. Das heißt, um es zu konkretisieren, im Gesetzestext wird jetzt drinnen stehen, ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin kann ohne Angabe ohne Angabe von einem Grund sagen, nein, ich möchte nicht die 11., 12. Stunde arbeiten. So wird es sein. Das ist das Wesen der Freiwilligkeit, das wir so beschreiben wollen. Und das ist auch die Intention des Gesetzes immer gewesen, entgegen allen Unkenrufen. Wir nehmen jetzt Kritiken und Fragen, nehmen wir zur Kenntnis. Wir haben das gesammelt. Es gibt auch andere Punkte unter Umständen, wo man nachschärfen muss. Wir wollen im Juli ein Gesetz beschließen, das jeder versteht und wo die Intentionen dieser Bundesregierung klar umgesetzt werden, nämlich eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, wie es in der neuen Arbeitswelt eben so vorkommen muss und soll und wovon alle eigentlich dann profitieren sollen, wie sie sich dann entsprechend einteilen. So sagt zumindest das Video der Wirtschaftskammer, aber bleiben wir nochmal bei dieser Freiwilligkeit. Herr Rosenkranz, wenn die tatsächlich so festgeschrieben wird, wie Sie jetzt gesagt haben, dann kann man das auch beim Arbeitsgericht dann ja einklagen als Arbeitnehmerin. Ist dann aber nicht in weiterer Folge letztlich das Gesetz obsolet, weil werden vielleicht nur sehr viele Leute dann bereit sein, die 11., 12. Stunde zu arbeiten, wenn es wirklich auf dieser Freiwilligkeit und auf ohne Angaben von Gründen es möglich ist, nicht zu tun. Ich kann das nicht beurteilen im Einzelfall. Wir haben eine Möglichkeit gegeben, wir haben ein Rahmengesetz gegeben. Es gibt ja weiterhin Kollektivverträge, Betriebsvereinbarungen, den konkreten Arbeitsvertrag zwischen dem Unternehmer und seinem Angestellten. Aber die Ausgestaltung selbst darf eben nicht dazu führen, dass Arbeitnehmer in Österreich, wie behauptet wird, ausgebeutet werden. Das soll es nicht sein. Es soll im Interesse des Arbeitnehmers sein, dass er sagt, ich möchte mir meine Arbeitszeit so einteilen, dass ich unter Umständen mehr mache und dadurch vielleicht entweder mehr verdiene oder mehr Zeitausgleich bekomme und wo auch dann klar sein muss, dass er diesen Zeitausgleich auch so konsumieren kann, wie er es möchte. Wird diese Zeitausgleich-Überstundenbezahlungssache im Gesetz auch klar definiert werden, dass der Arbeitnehmer sich aussuchen kann, ob die Überstunden ausbezahlt werden oder auf Zeitausgleich genommen werden? Natürlich muss das auch präzise drinnen sein, weil wenn ein ist es Angestellter, es ist grundsätzlich drinnen, aber auch hier mit dieser Frage mehrmaliges Weiterschieben zum Beispiel. Ein Grundsatz ist, den diese Regierung hat, dass sich Leistung lohnen muss. Das ist der Punkt, das ist die große Überschrift dabei. Und da gehen wir davon aus, dass jemand sagt, ich möchte jetzt viel arbeiten, um möglichst viel Geld zu verdienen, dass er sich das aussuchen kann und nicht erst vertröstet wird, in 2, 3, 4, 5 Jahren kriegst du Geld. Oder umgekehrt, wenn er sagt, so, ich möchte für die Unterstützung meines privaten Hausbaus mehr Freizeit haben und spare daher zum Urlaub schon mehr an, dass dann der Unternehmer auf einmal sagt, na, du kriegst jetzt nur Geld. Wesentlich das ist, dass sein. Der Arbeitnehmer das entscheiden wird können, weil oft, man weiß das ja, in Betrieben heißt es, ist es einfach so festgeschrieben, Überstunden werden auf Zeitausgleich genommen und werden eben nicht ausbezahlt. Das heißt, in diesem Gesetz wird es die Arbeitnehmerwahl geben. Das war schon bisher so, dass man grundsätzlich auch ausbezahlt wurde, wenn es eben nicht auch verbraucht werden konnte, und da muss man mitstimmen, ja. Wenn wir jetzt in Social Media nachschauen, dann sehen wir, dass natürlich dort sehr viel Kritik kommt, gerade auf den Juniorpartner, auf Ihre Partei. Die FPÖ ist auch eigentlich, sagt ja auch selber, eine Art Arbeiterpartei. Wie wollen Sie das Ihren Wählerinnen und Wählern letztlich schmackhaft machen? Beziehungsweise, wenn ich da die Gewerkschaft zitieren darf, die sagt eben auch ihren Wählerinnen und Wählern, der Sozialstaat würde weggesprengt werden. Ja, also was einige Funktionäre
Funktionäre der Gewerkschaft sagen, die hier Parteipolitik für die SPÖ machen. Das ist nicht unsere Kategorie. Und wenn im vorigen Beitrag die sogenannte Begutachtungsfrist angesprochen wurde, ich kann ganz konkret sagen, wann die Begutachtung stattfindet. Sie findet ab 01.01.2019 statt, für jeden Unternehmer, für jeden Arbeitnehmer. Und die haben bis zur nächsten Nationalratswahl in 3, 3,5 Jahren, haben die Zeit, in Echtzeit dieses Gesetz zu begutachten. Und sie werden das gut finden. Das heißt, Sie sagen, ein Gesetz soll so begutachtet werden, dass man dann bei der Wahl beurteilt, ob eine Partei abgestraft wurde? Naja, letztlich ist es schon für eine politische Partei der Wahltag und nicht nur eine Expertenmeinung aus irgendeiner geschützten Werkstätte oder aus einer hohen Schule oder sonst eben, die irgendetwas sehen. In Wirklichkeit machen wir Gesetze für die Menschen und die müssen in Echtzeit für sich selbst beurteilen können, hat es mir etwas gebracht, ja oder nein, und danach mache ich meine Wahlentscheidung. Aber nicht, was jetzt zum Beispiel ein Gewerkschaftsbund, die auch momentan in einer gewissen Krise stecken, was die Mitglieder betrifft, was die jetzt uns erzählen werden. Nein, Echtzeit, die Begutachtung müssen die Menschen machen. Wenn man jetzt hinter den Kulissen sich ein bisschen umhört, dann habe ich vernommen, das sei schon ein bisschen auch ein Abtausch gewesen. Die FPÖ hat das Rauchergesetz bekommen und darum hat die ÖVP jetzt gesagt, wir wollen jetzt diesen 12-Stunden-Arbeitstag als Gesetz so schnell haben. Ist da was dran? Als Abtausch, wir haben eine Koalitionsvereinbarung. Wir haben sehr viele Punkte in einem umfangreichen Regierungsprogramm drinnen. Und das Einzige, was wir wollen, ist, wenn wir im Regierungsprogramm, das beide als gleichwertige Partner unterschrieben haben, wenn wir das umsetzen wollen, dann verstehe ich nicht, wenn wir davon überzeugt sind, dass es gut ist, warum wir dann endlos diskutieren wollen. Wir haben uns gegen den Stillstand entschieden, sondern wir wollen gute Lösungen möglichst rasch zu den Menschen in Österreich bringen. So auch jetzt diese Flexibilisierung der Arbeitszeit. Das heißt, da gab es kein Abtauschen, sagen Sie. Jetzt sage ich natürlich, aber diese Freiwilligkeit, dieses ohne Grund ablehnen dürfen, das ist ja erst durch diese Diskussion, auch durch die Kritik Ihrer Wählerschaft reingekommen. Warum haben Sie das nicht gleich reinschreiben lassen? Es ist im Regierungsübereinkommen ganz klar drinnen gewesen, diese 11., 12. Stunde auf freiwilliger Basis. Und jetzt kann man bei der Formulierung, was machen. Also das war sehr technokratisch, arbeitsrechtlich gehalten. Diese Frage, wie steht es drinnen, die persönlichen Bedürfnisse, die drinnen sind, da die Judikatur entwickelt, dass das nahezu die Freiwilligkeit schlechthin ist. Und jetzt macht man es klarer. Weil da gibt es ja die Kritik, im Beitrag haben wir es gehört, es ist doch besser, wenn es Regierungsvorlagen gibt, weil da schreiben die Beamten ein Gesetz und nicht irgendwie auf schnell einen Initiativantrag. Sie sind schon lange Parlamentarier, letztlich wäre da eine Regierungsvorlage dann wirklich besser gewesen? Nein, also ich bin überzeugter Parlamentarier, alle fordern ein selbstbewusstes Parlament und jetzt macht das Parlament auch Anträge. Es ist ja nicht so, dass wir selber schnitzen, sondern da sind ja auch mit Experten eingebunden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute im Studio waren. Danke.